Kann man da irgendwas machen? Nein. Und hier bei den Ketten? Nein. Ah! Schon geht's weiter. Das sieht irgendwie aus wie irgendwelche Transportkammern. Oder Heilkammern, irgendwie sowas, keine Ahnung. Wow. Puh, okay, die sind schon mal weg. Das könnte ich nach oben schieben, aber ich weiß noch nicht, ob das sinnvoll ist. Ich jetzt erstmal hier entlang. Ah. Und auf der anderen Seite sind wir. Aua. Ey, der schießt auf uns. So, gab's hier noch irgendwas anderes? Ah, ja. Die Abkürzung können wir jetzt frei machen. So. Dann haben wir das schon mal frei. Jetzt nur noch oben weiter. Hier geht's gar nicht weiter. Brauchen wir das für irgendwas? Ich weiß es nicht. Hm. So, kann man das vielleicht da reinwerfen? Das möchte ich mal testen. Nein. Dann gehen wir da jetzt einfach mal rein. Und wir kommen hier raus. Okay. Das bringt uns also nicht weiter. Ja, genau. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Wir kümmern uns erst um den da. Aua, der hat doch geschossen. Bitte betätigt den Schalter. So, jetzt haben wir irgendwas gemacht. So, jetzt haben wir hier. Kommen wir hier raus. Na. Das reicht's aber. Genau, hier war das. Haben wir jetzt hier alles? Das war hier, genau. Boah. Da müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Geht's weiter runter? Es geht weiter runter. Ein Stockwerk gibt es noch. Das hier. So, aber wo kommen wir da weiter? Wow, mit einem Schlag! Haben wir jetzt vielleicht die hier irgendwie umgepolt? Nein? Nein? Halt mal, kommt man da weiter? Nein. Kommt man nicht.
Gut, aber ich habe schon eine Vermutung. Vielleicht haben wir jetzt einen Aufzug freigeschalten für die nächste Stufe. Für das nächste Stockwerk. Das ist meine Vermutung. Oder wir haben hier irgendwas gemacht. Das könnte natürlich auch sein. Aber nein, danach sieht es nicht aus. Ah! So, da finden wir jetzt dann den Beruger, vermutlich, da es das letzte Stockwerk ist und der ja da unten sein soll. Tiefgefroren. Ja, weiter runter geht es jetzt nicht mehr. Oh nein, vom Würfel absorbiert. An die Dinger kann ich mich auch noch erinnern. So, die Frage ist, wo geht es jetzt weiter? Ich dachte, da könnte ich durch. Hat zumindest ausgesehen. Da ist eine Teleportmaschine, da auch. Sehen wir mal kurz auf die Karte. Hier sind so kleine Sachen, wo es reingehen könnte, aber ansonsten. Nein. Da geht es nicht weiter. Ah! Da ist eine Teleportkammer, da ist eine Teleportkammer. Okay, gehen wir in die da rein. Der lebt noch. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Dann möchte, oder? Ach, gehen wir einfach mal rein. Oh, sehr viel Geld. So, heilen wir uns mal eben. So, wie viel haben wir von was damit? 9, 9, 8. Die halt 150, ja, die können wir uns nehmen. So. Die da halt, glaube ich, 70. Ja, die geht auch noch. Was haben wir hier? Ein Abwehrelixier, das wird doch gleich mal getrunken. Steigt um 1. So, ich möchte mal wieder den Ego-Spiegel sehen. Stärke 41 plus 50, Abwehr 58 plus 48, Glück 49, Kristalle haben wir 4 von 77, die wir insgesamt gefunden haben. Und wir brauchen noch 1500 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe, für das nächste Level. Cool. Das freut mich. So, dann geht's aber jetzt weiter. Hier rein. Und da vorne rein. So, es reichen mittlerweile auch nur noch 2 Attacken. Das ist sehr toll. Thank you.
Aua. Stärke nimmt ab. Und wir haben ihn trotzdem besiegt. Haha. Stärke kehrt zurück. So, war da rechts irgendwas? Nein. Und hier gibt es nur den da. So, hier gibt es jetzt auch nur hier weiter. Oh. Eingabe der Daten. Bitte gib das Passwort ein. Huch. Was für ein Passwort? Was geht ab? Diese Maschine kontrolliert alle Systeme im Biogaslabor. Die Daten werden durch ein Passwort geschützt. Ohne das richtige Passwort bin ich also machtlos. Merke dir gut, was ich sage. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. So vielleicht? Passwort akzeptiert. Aufzüge und Kälteschlafzentren sind durch das Passwort freigegeben. Holerö, es hat beim ersten Versuch geklappt. Doch woher weiß Fluffy solche tollen Sachen? Anschluss an die Datenbasis. Zugang zu Daten? Geschichte. Berugas Tag. Das Datum, an dem Beruga seine neue Biotheorie verkündete. DNA-Experimente bekämpfen immer wiederkehrende Krankheiten. Sie verlängern das Leben und schaffen künstliche Intelligenz. Kälteschlaf. Die erste Kälteschlafmaschine der Welt, geschaffen von Dr. Beruga, verlangsamte die Ausbreitung von Krankheiten und rettete Leben. Letzter Erdentag. Der Tag, an dem ein Virus 90% allen Lebens einfach auslöschte. Der Virus namens Asmodeo dezimierte die menschliche Rasse. Dr. Beruga impfte einige, doch eine Hungersnot raffte sie doch dahin. Labor. Forschung und Entwicklung bahnbrechender Biotechnologien. Da die Arbeit sehr gefährlich ist, wird sie von Robotern erledigt. Impfungen. Das Impfserum gegen Asmodeo wurde hier entwickelt. Die Erfolgsquote liegt bei über 80%, doch es konnte nicht genug Serum produziert werden. Geräteraum. Im Erdgeschoss ist der Versammlungsraum der Roboter. Im ersten Untergeschoss und im zweiten Untergeschoss sind die Biolaboratorien. Untergeschoss 3 befindet sich noch im Aufbau. Okay, Untergeschoss 3 befindet sich noch im Aufbau. Sehen wir mal kurz, ob wir hier alles haben. Also wir sind da waren wir, da waren wir nicht. Oder? Da waren wir. Hä, da konnte man so runter? Stimmt, da konnte man so runter, da waren wir auch. Aber da waren wir nicht. Das wäre hier links. Hm, kommt man hier irgendwo weiter? Nein. Müsste ja doch dann hier irgendwo hochgehen. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. So, das müsste ja hier sein. Eigentlich. Wir sind ja jetzt hier. Also müsste es eigentlich dort oben sein. Aber hier gibt es nichts. Geld. Na bitte. Wie kommen wir da hin?
Das ist ja da, da rechts, hier, da rechts oben. Aber wie kommen wir da hin? Es müsste hier unter uns sein. Da sehe ich nichts. Gehen wir mal hier rein. Muss ja irgendwo was sein. Der lebt immer noch. Trotz einem kritischen und einem normalen Treffer. Hier gibt es auch nichts zum Krabbeln oder so. Wie kommt man da hin? Von daher hätte ich jetzt gesagt, hier irgendwo, aber da war halt einfach nichts. Oder da, aber da war auch nichts. Naja, Pech. Ja, Level 28 erreicht. Kraftpunkte steigen um 14. Stärke steigt um 2. Abwehr steigt um 3. Glück steigt um 3. Mist. So, sehr viel Geld. Na gut. Dann war's das. Gehen wir runter. Drittes Untergeschoss, welches sich noch im Aufbau befindet. Und wo wir vermutlich den Boss finden werden.